Der zweite Tag zockt ja noch den ersten. Ja, so Flaniermeilen sind eigentlich nicht so mein Ding, aber ja, schön ist es ja trotzdem hier. Nein, das war sie nicht, die angekündigte große Katastrophe. Jedem ist sicher schon mal das Rad umgefallen. Ich starte am zweiten Tag in Neubuku in Richtung Rostock und das Wetter ist sogar besser als vorhergesagt. Vor dem Frühstück kommt sogar die Sonne raus. Guten Morgen, so, ich verlasse jetzt Neubuku, es ist kurz vor 10. Ja, das Hotel war super, war sehr sauber, gab so ein paar kleine bauliche Mängel, aber ansonsten waren die sehr freundlich und ja, ich habe mich echt wohl gefühlt, habe gut geschlafen, war auch sehr ruhig. Jetzt geht's weiter. Ich habe nur ein kleines Problem mit meiner Outlet-Tasche. Das sind ja die City-Bags, die ich sonst auch im Alltag benutze. In einem habe ich meinen Akku drin und da hat sich diese Halterung irgendwie ja, losgelöst und ich krieg sie nicht mehr reingeklipst. Ich muss mal gucken, ich darf halt nicht so stark oder so schnell über Hubbles fahren. Naja. Gut, dann fahr ich mal los. Ist ein bisschen kühl, 13 Grad sind es jetzt, aber die Sonne scheint und das ist die Hauptsache. Ich fahre jetzt ja Richtung Rostock, muss aber erstmal wieder zurück auf meinen Track, also auf den Ostseeküstenradweg. Das sind ungefähr 12 Kilometer. Bis dahin, dann geht's Richtung Kühlungsborn und Rerik. Oh, heute ist es auch windig. Siehst Böen bis zu 42 km/h. Ah, ist definitiv nichts, um Drohnen steigen zu lassen. Aber hey, Sonne scheint. Die junge Frau gerade hinter mir, die muss sogar das Rad hier schieben, so stark windig ist es. Und hier geht es auch richtig hoch. Und das an der Ostsee. Irgendwie erinnert mich das an meine Dänemark-Tour letztes Jahr. Wind, das Meer, ja, und solche Felder. Schön. Hier sind schon wieder einige Wurzeldurchbrüche. Aber die Tasche scheint noch zu halten. Ich hoffe, die hält noch bis Rostock durch. Da wohnt ein Bahnliebhaber. Ich weiß nicht, ob das alt ist, ich glaub's nicht. Oder neu. Wo soll denn die Schiene hier verlaufen sein? Nach meiner Recherche ist das ein Replik eines historischen Bahnhofsgebäudes und soll als Ferienhaus vermietet werden. Macht ihr Hilfe? Nee, alles gut. Ich ja? Die Tasche neu. Okay. Bin inzwischen in Rerik angekommen. Und ja, ich muss sagen, geil. Wow. Oh, jetzt soll ich mich hier mal in den Schatten setzen? Ist das auch so warm? Ja, ich schwitze auch total. Nee, es ist kühl. Und ich werde mal eine Tafel Schokolade essen. Ja. Ist mir doch ein bisschen zu kühl hier und zu windig. Ich fahre mal runter an den Strand. Das ist auch total schön. Cool, da oben gibt es eine Aussichtsplattform auf der Düne. Da schiebe ich mein Fahrrad jetzt aber nicht hoch. Ah, herrlich. Das macht so einen Unterschied, ob man mit oder gegen den Wind fährt. Jetzt fahre ich mit dem Wind. Inzwischen habe ich Rerik verlassen. Es sind nur noch 50 Kilometer bis Rostock. Meine Züge oder mein Zug fährt alle 2 Stunden. Fährt direkt durch nach Hamburg. Fahrt dauert 2 Stunden 30 Minuten. Das ist doch super.
Und ich glaube auch die Fahrer. Sie sind, glaube ich, nicht so unzuverlässig wie die ICs. Ja, Tafel Schokolade habe ich noch nicht gegessen übrigens. Ja, hier ist der Campingplatz Ostseecamp Seeblick. Auf dem wollte ich öfter schon mal, als ich hier in der Nähe war. Wir haben ja immer so eine Party gefeiert am Strand. Allerdings ist der immer ausgebucht gewesen. Und da gab es ja die Möglichkeit auf dem Bauernhof. Der hat irgendwie angeboten, ja, Camper auf den. Ich stand da sogar mit dem Wohnwagen. Die haben sogar Sanitäranlagen. Aber irgendwann war vorbei. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ging das dann irgendwann mal nicht mehr. Ja, wir haben hier in der Nähe, wie gesagt, Strandparty ist immer gefeiert. Das war auch ganz obskur. Da fahre ich gleich auch noch mal kurz hin. Ah, hier können wir frische Eier kaufen. Genau, hier war das Urlaub auf dem Bauernhof. Jedenfalls war es nett hier. Konnten wir auch schön Feuer machen draußen. War echt cool. Also ich sag euch, ohne E-Bike wäre der Ostsee-Küstenradweg nicht zu machen. Ah, cool. Schade, dass der Platz jetzt belegt ist. Vor lauter Neid auf diesen schönen Platz habe ich mich doch glatt verfahren. Ich hätte vorher rechts abbiegen müssen. So musste ich das ganze Stück wieder hochfahren. Wissen, was hier mit diesem Platz ist. Okay. Ja, ist eigentlich wie früher noch. Ja, hier haben wir uns oft abgestellt und dann halt die ganze Nacht durchgefeiert und Wohnwagenburg und Zeltburgen aufgebaut. War cool. Hier hast du, bist halt direkt am Strand. Ne? Ja, damals fing das total wild an, dass man sich hier einfach hingestellt hat. Irgendwann kam die Stadt hier drauf. Kam auf die Idee, Gebühren zu heben. Und das war wohl irgendwie nicht rechtens. Die kamen dann morgens um 7 vorbei und haben dann einfach abkassiert. Aber jetzt ist es wohl offiziell hier. Ja, und hier kannst du halt direkt am Wasser stehen. Das ist echt cool. Ja, wir haben hier mit den Zelten auch direkt hier. Hier haben sie in die Dünen geschlagen. Aber ich glaube, das darf man jetzt auch nicht mehr. Auch wenn es total windig ist. Aber schönes Plätzchen hier, um mal so eine Brezel zu essen. Die war gestern noch frisch. Und ein Ei dazu. Weiter geht's. War ein netter Abstecher. Hat sich echt gelohnt. Ja, sind noch 45 Kilometer. Ich komme zwar kaum voran, aber ich habe so dermaßen viel Zeit. Ich habe keine Lust, heute Abend noch Video zu schneiden. Obwohl. Ja, inzwischen bin ich in Kühlungsbrunnen angekommen. Hier sieht man überall halt die typische Bäderarchitektur. Ja, schieben angesagt. Ja, ich setze mich erstmal hier eine Runde hin. Von einer Pause in die andere. Ja, ich habe einfach Zeit, ich genieße den Tag. Warum nicht? Ja? Also Flaniermeilen sind eigentlich nicht so mein Ding, aber ja, schön ist es ja trotzdem hier. Ja, und windig auch noch. Na, weiter geht's auf die letzten 35 Kilometer. Es ist jetzt fast 1 Uhr.
Ich wollte schon wieder anfangen zu meckern. Aber ich sollte mal richtig gucken. Da geht's mal. Die beiden Radler vor mir habe ich total verschreckt, sodass sie mir hinterher riefen. Und den Kreisverkehr nehme ich auch noch in die falsche Richtung. Aber das war noch gar nichts gegen den großen Fehler, den ich am Abend gemacht habe. Aber zunächst liegt der schönste Abschnitt meiner Wochenendtour noch vor mir. So, zum Glück wieder raus aus der Stadt. Also zur Hochsaison wollte ich hier nicht fahren. Dann sollten aber zumindest die WCs offen sein. Okay, so langsam lichtet es sich wieder. Ich bin ja jetzt kurz nach Kühlungsborn und hier gibt es keine asphaltierte Decke, allerdings so eine wassergebundene und lässt sich auch sehr gut fahren. Wassergebundene Decke hat den Vorteil, dass sie wasserdurchlässig ist. Das ist natürlich umwelttechnisch eine bessere Sache. Oh, da gibt es einen Aussichtspunkt. Gucken. So. Weiter. Das ist mal wieder ein richtig gute Laune Abschnitt. Ich bin auch total froh, dass ich die richtige Richtung gewählt habe, weil der Wind bläst heute ganz schön stark und ich habe fast den ganzen Tag Rückenwind. Das Wald-WC wird wahrscheinlich auch noch nicht offen haben. Oh, hier fährt die Molly ab. Heiligendamm. Ich muss hier lang. Ist eine Schmalspurbahn. Ah, schon cool, wie sich das hier rollt. Ohne Motor. Mit Rückenwind. Das ist hier auch ein sehr schöner Abschnitt. Führt allerdings hier an der Straße entlang, die allerdings scheinbar nur diese Parkplätze hier rechts anbindet. Für die Strandgäste. Aber mit Rückenwind lässt sich das super fahren. Hier ein alter Grenzturm. Ja, von hier aus haben sie die Küste überwacht. Oh, ich muss rechts, Achtung. Diese Schilder sind noch nicht so eindeutig, die Umleitungsschilder. Zeigen noch einen Pfeil. Straßenseite wechseln oder abbiegen. Ja, und schon weiß man nicht weiter. Ich fahre trotzdem weiter. So, da ist man so schön im Flow drin. Da haben wir doch so ein niedliches Schildchen hier. Hä? Nicht passierbar. Herrlich. Muss mal wieder nachdenken und gucken. Ja. Okay. Das heißt jetzt für mich, da reinfahren? Tue ich aber nicht, ich fahre da trotzdem. Da kommen so viele Radler raus. Ich versuche es einfach. Außerdem habe ich ja Zeit. Wow. Selbst wenn ich jetzt umdrehen muss, hat es sich doch gelohnt, hier lang zu fahren. Ja, ist etwas schottrig, die Strecke. Bisher, ich habe jetzt fast 19.000 Kilometer drauf. Nur einen wirklichen Platten. Gut, dann bin ich einmal in die Glasscherbe rein. Das zählt nicht. Das ist mein zweiter Satz Reifen. Ich habe die Schwalbe Energizer Plus. Das sind Originalreifen, die drauf fahren. Die habe ich mir einfach noch mal gekauft. Ich hatte, glaube ich, 15 Euro das Stück gezahlt. Bin ich doch völlig in Ordnung. Hui!
Es wird wahrscheinlich noch ein Abschnitt kommen, wo Teile des Weges hier weggebrochen sind durch den Sturm. Es kann nicht sein, dass es auch die Stelle da vorne war und sie es gesperrt haben aus Sicherheitsgründen. Das ist so geil. Ja, näher wage ich mich da nicht ran. Und mein Rad halte ich lieber fest. Ist mir vorhin ja schon in Kühlungsbohren einmal umgekippt. Ja, was für ein Wochenende. Hat sich das wieder gelohnt? Einfach Zug setzen, losfahren. Das ist so cool. Ja, ich hatte ursprünglich geplant, nur eine Tagestour zu machen. Ich habe einfach nur ein T-Shirt noch, ein Schlaf-T-Shirt, eine Zahnbürste mitgenommen. Ja, damit hatte ich eigentlich alles, was ich halt für eine Übernachtung zusätzlich brauchte. Im Hotel. Also das hier absolut das Highlight. Es ist einfach so krass. Ich wollte eigentlich ein Video draus machen, aber ich weiß jetzt schon, das wird der zweite Teil. Ich dachte, ich fahre jetzt einfach nur noch fertig nach Rostock. Aber nee, der zweite Tag toppt ja noch den ersten. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich noch anhalten soll oder anhalten werde, keine Ahnung. Es sind nur noch 25 Kilometer, es kann sich aber noch ziehen. Ja, nehmt euch Zeit von Rehrig bis Rostock. Ja, der Radweg verläuft gleich hier nebenan. Da fahre ich jetzt auch weiter. Hier geht es auch durch den Mangrobenwald. Gut, dass ich die Umleitung nicht gefahren bin. Zwanzig Kilometer noch bis Rostock. Oh, die Fuchsbahn. Ich glaube, hier mache ich mal Pause. Angesichts der schlechten Fahrradständer und der Nicht-Einsehbarkeit von meinem Platz verzichte ich jetzt hier ein Bier zu trinken und fahre weiter. Ich fahre weiter jetzt nach Rostock. Aber die hatten ja eine nette Feuerstelle. Jetzt geht es in Richtung Süden. Und der Wind kommt jetzt von der rechten Seite. Zum Bahnhof habe ich noch 14 Kilometer, aber ich habe schon mal Rostock erreicht. So, das waren jetzt einige Kilometer hier durch die Plattenhaussiedlung. Ja, es nervt, weil du halt an jeder Kreuzung warten musst und dann darfst du volle 3 Minuten gefühlt zumindest warten. Ja, ist schon wieder eine Ampel. Ja. Das dürfte aber auch nicht mehr allzu weit sein. Bis in die Innenstadt. So, jetzt geht's noch mal kurz auf die Autobahn.
Okay, ist eine Bundesstraße. Das war O-Ton. Ja, ich würde mal sagen, ich bin jetzt angekommen. Rostock. Mein Zug wäre jetzt gerade gefahren. Allerdings wäre ich sowieso noch mal 2 Stunden geblieben. Schauen wir noch ein bisschen die Stadt an. Ich kenne es ja schon. Aber immer mal wieder schön, hier zu sein. So kannst du nicht umfliegen. Das war doch mal wieder ein super Wochenende. Ganz spontan. Naja, so spontan war es nicht. Aber zumindest ohne Zugreservierung, ohne Auto zu benutzen, keine Rundtour und ohne federnde Gabel. Ja, meine Felge hat es auch durchgemacht. Gut, mit meiner Ortliebtasche muss ich mal gucken, aber die hat die auch noch gehalten. Ja, was will man mehr? Also ich bin echt zufrieden. War ein super Wochenende. Ja, ich muss, das wird mir keiner glauben. Ich stehe jetzt hier in Schwerin am Hauptbahnhof. Wie soll ich sagen? Ich stehe hier alleine da. Mein Fahrrad ist weitergefahren nach Hamburg. Mein Gepäck, meine Drohne, meine GoPro, meine SD-Karten, alles ist weitergefahren. Das Einzige, was ich noch dabei habe, ist das Handy und das Neon. Ich bin kurz vor den Zug getreten. Ich wollte mal hier eine durchziehen. Und ja, ich sehe noch den Schaffner draußen stehen und der Zug fährt ab. Da hat wohl das Personal gewechselt und ja, mein Fahrrad ist abgeschlossen. Ja, ich habe gleich das Personal angesprochen. Die haben der Schaffnerin Bescheid gesagt. Die hat wohl jetzt inzwischen, habe ich erfahren, auch den Schlüssel gefunden. Ich habe eine Frau erstmal gewunken, nochmal aus dem Fenster raus. Hier ist meine Tasche, bitte an sich nehmen. Und das hat sie auch gemacht und wusste aber auch nicht, dann zuckte nur mit den Schultern. Ja, mir fiel dann ein, ich habe jetzt meinem Nachbarn Bescheid gesagt, der ist jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof in Hamburg und holt dort jetzt das Fahrrad hoffentlich raus. Ich werde berichten. Ja, so, ich fahre jetzt mit dem ICE nach Hamburg. Ich kann den Regionalexpress leider nicht einholen, aber ja, eine Stunde brauche ich bis nach Hamburg. So, ich habe gerade einen Anruf von der Zugführung bekommen. Das Fahrrad wurde gefunden und ich sollte nochmal meine Vollmacht erteilen von Bernd. Mein Nachbar, der steht jetzt auch da und nimmt das Fahrrad, die Fahrradtasche entgegen. Gott sei Dank. Oh Mann, ey, mir ist echt. Ich saß wie auf Kohlen hier gerade im ICE. Und der guckt hier mal hin. Ja, jetzt mit 150 Stundenkilometer schätze ich mal. So. Gleis 12. Da oben sehe ich ihn schon stehen. Hi Bernd, Gott sei Dank. Alles da. Du kannst immer noch entscheiden, ob du ins Video willst. Alles da. Alles da, cool. Tasche. Sehr schön. So viel, wie nennt man das nochmal? Öffentlichkeit hat sie bei so einer Sache noch nie erlebt, dass da so viele unterwegs waren und ihr Bescheid gesagt haben, dass ein Fahrrad und ja, dass sie ganz viele hilfsbereite Leute, die sich eingeschaltet haben. Wir hatten auch nochmal die Nummer von der Frau gegeben. Ja, genau, das hatte sie mir am Telefon gesagt. Und da
Die hat sich auch direkt zu erkennen gegeben, als ich da in den Zug reinkam. Geil. Ja, alles super. Ja, weil ohne Nio nach Hause fahren wäre schwierig gewesen. Ja, wäre ja, möglich, ja. Aber macht ja Spaß. Sicher könnt ihr euch vorstellen, dass ich an diesem Abend überhaupt keine Lust mehr hatte, noch irgendwas in die Kamera zu sprechen. Ich wollte mich jetzt nochmal bei Bettina bedanken, diese Frau, die neben mir im Zug saß mit einem kleinen Säugling. Total süß. Ja, ich habe mit ihr Kontakt aufgenommen und habe mich auch nochmal kenntlich gezeigt. Und Bernd, auch nochmal vielen Dank für deinen kurzfristigen Einsatz. Super, klasse. Ja, aber ich hatte ja sowieso noch was gut bei dir. Aber auch vor allem vielen Dank an das tolle DB-Team. Ich danke euch unbekannterweise. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ja, zum Glück habe ich mich ja schon aus Rostock von euch verabschiedet. Bis dann, ciao. Ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Matthias.